Herzlich willkommen bei diesem Monatshoroskop Mai 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen die Präzession. Also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden. Es ist anders als in westlichen Astrologie. Ich biete diese Monatshoroskopen als Blitzberatung an, nur für 10 Euro. Bei Schweiz ist etwas mehr wegen die Bankgebühren. Liebe Bersilia, ich grüße dich. Das Bild, was du siehst, ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. Und diesem Bild in ein Geburtshoroskop ändert sich nichts. Das zeigt den Sternenhimmel über dir, in diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Ich möchte ein paar Sachen hier im Geburtshoroskop erwähnen. Erstens, unseren Planet Erde, Gaia, symbolisiert die Erde. Und das zeigt hier, manifestiert sich etwas. Und genau das lernst du, im inneren Gleichgewicht bleiben, auch die Gerechtigkeit vertreten und liebe Partnerschaft. Da wird sich etwas manifestieren und hier lernst du dich durchsetzen gegen Konkurrenten, Rivalinnen. Hier sind auch Erinnerungen an die Kindheit. Wie hast du dich behauptet gegen deine Geschwister oder anderen Kinder? Das spiegelt natürlich auch im Leben. Dann die beiden Mondknoten. Einmal haben wir die absteigende Mondknoten oder Drachenkörper. Hier sind die alten karmischen Erinnerungen. All das, was wir erlebt haben in früheren Leben, das hast du im Krebs. Das zeigt die familiäre Bindung, aber auch ein gewisser Rückzug. Und gerade hier im 12. Lebensbereich die tiefen Geheimnisse des Lebens erkennen oder die Ursache an etwas erkennen. Dieser Drache hat auch einen Kopf, das wurde abgeschnitten und die Seele sucht es. Die Seele braucht es als Erkenntnis oder als Befreiung. Und das findest du im Steinbock. Im 6. Lebensbereich, was dein Alltag betrifft oder deine Berufung betrifft. Und dann kommt die Steinbock-Energie auch dazu, Ziele setzen, die Ziele nicht aus die Augen verlieren und dann geduldig sein, Ausdauer haben. Diese beiden Mondknoten bewegen sie sich auch und zurzeit befindet sich Ketu, diese absteigende Mondknoten in Tierkreiszeichen Schütze hier. Ganzes Jahr bewegt sich hier im Schütze und 2020 auch noch. Bei dir aktiviert Themen wie Reisen oder Ziele setzen, orientieren in dein Leben. Dazu kommt noch Thema Kindheit, Kinder, inneren Kind und Lebensfreude. Und die aufsteigende Mondknoten, dieser Drachenkopf, was du brauchst zurzeit, zum dich entfalten oder neue Erkenntnisse gewinnen, dieser Drachenkopf oder Rahu bewegt sich dieses Jahr und 2020 auch noch in Zwillinge und das zeigt mehr Leichtigkeit, einen höheren Bewusstsein. Und Thema ist hier im 11. Lebensbereich deine Wünsche, deine Sehnsüchte, das Vertrauen und auch Freundschaften, eventuell Menschen, die gleichgesinnt sind, entweder eine Gruppe gründen oder eintreten, zum Beispiel in einen Verein oder eine Partei. Und jetzt betrachten wir die Bewegung Sonne, Mond und die Planeten. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen und die aktivieren etwas in diesem Horoskop. Sonne bewegt sich 1. Mai, auch Anfang Mai, in Tierkreiszeichen wieder nach dieser indischen Berechnung. Und das zeigt Themen wie Neuanfang,
mutig zu sein, etwas in Bewegung setzen, was dich begeistert. Widder befindet sich in dein Horoskop im 9. Lebensbereich und da hast du Themen wie Reisen, Ausland, Auslandskontakte, auch Bildung und Spiritualität, aber auch dein Glauben setzen oder Orientierung, was die Glaubensrichtung betrifft. Uranus bewegt sich auch hier im Widder noch ziemlich lang und Uranus bringt Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse und das hat mit Reisen was zu tun oder mit Spiritualität was zu tun. Mars ist die Kraft, was etwas in Bewegung setzt. Mit Mars-Energie können wir uns durchsetzen im Leben. Aber Bewegung steht auch zu Mars-Energie, wie zum Beispiel Auto oder Sport. Mars ist männlich, bedeutet auch der Mann. Das kann auch der Partner sein oder Wunschpartner, aber auch andere Männer, auch wie Kollegen oder Freunde oder nette Nachbarn. Diese Mars-Energie ist gerade im Stier. Und für dich ist es jetzt wichtig, Kraft zu zeigen, dich durchsetzen beruflich oder in Öffentlichkeit sein oder dich zu behaupten, dass du Respekt bekommst. Dieser Mars kann auch ein Mann sein, wo dich gerade unterstützt beruflich. Jupiter vergrößert etwas, gerade ist rückläufig, das würde eher bedeuten, jetzt eher langsam tun, eher abwarten. Es ist nicht der richtige Zeitpunkt, etwas vermehren, etwas überprüfen noch. Und Jupiter befindet sich in Skorpion. Bei diesem Skorpion-Energie handelt es sich um deinen Gefühlen und Transformation. Dann kommt noch dazu dieser Lebensbereich, was auch mit deiner Wohnsituation was zu tun hat oder etwas gründen. Jupiter bringt auch Glück, Chancen, Möglichkeiten, etwas verbessern in deiner Wohnsituation. Saturn ist der Planet der Schicksal, hütet der Karma, belehrt uns, manchmal grenzt uns ein. Saturn ist rückläufig und das heißt, diese schicksalhaften Veränderungen kommen noch nicht, weil das bremst alles. Es wird ab September dann in eine andere Richtung bewegen. Saturn mit dieser Rückläufigkeit zeigt auch Vergangenheit und karmische Themen. Saturn ist im Schütze, das hat mit Reisen oder Neuorientierung was zu tun und im 5. Lebensbereich mit Kinder, entweder Bezug zum Kinder oder Schwangerschaft oder deine Erinnerungen an deine Kindheit oder inneren Kind. Dazu kommt noch auch Kreativität, das ist die schöpferische Kraft und Lebensfreude. Das, was du gerade lernst. Saturn belehrt. Dann kommt Pluto. Pluto ist auch rückläufig, hat auch mit Vergangenheit was zu tun und Pluto zeigt alles oder nichts. Konzentriere auf dem Wesentlichen und verabschiede von alles, was deine Zeit, deine Energie, deine Kraft raubt, was überflüssig ist. Das sind die Erneuerungsprozesse. Pluto ist auch hier im Schütze. Die gleichen Themen wie Lebensfreude oder Kinder oder die Erinnerungen an deine Kindheit. Ketu ist auch hier, hat auch karmische Themen hier. Neptun lässt unserem Träume leben, vorausgesetzt ist, wir glauben daran. Wenn wir das nicht glauben, dann fühlt sich das eher enttäuschend an. Neptun bewegt sich im Wassermann, im 7. Lebensbereich und hier ist Liebe Partnerschaft. Das ist der Bereich, die Liebe Partnerschaft. Also glaube an deine Vorstellung, glaub an deine Träume. Mit Venus-Einfluss verschönern wir etwas.
Oder sind wir kreativ? Oder erleben wir etwas in die Liebe, Partnerschaft? Oder bei uns Frauen kommt die Weiblichkeit im Ausdruck. Venus bringt auch Glück. Venus befindet sich in Fischen. Und hier sind die Erneuerungsprozesse, dass du zu deiner Frau stehst. Auch die Themen wie Sexualität gehört auch dazu. Eventuell ist möglich im achten Lebensbereich erbschaftliche Situation oder Finanzen, entweder für Partner oder Ämtern, Terminen, Verträgen mit Ämtern, was mit Geld zu tun hat. Hier ist auch Merkur. Und bei Merkur-Energie geht es darum, die jugendliche Frische bewahren, gerade mit Venus, auch du als Frau. Dann möglich ist auch Gesprächen führen, wovon solltest du verabschieden, loslassen. Hier sind auch das Loslassen Prozesse im achten Lebensbereich, was du auch lernst. Merkur ist auch das praktische Wissen, außerdem Handlungen, Verträgen, Terminen. Mond ist auch hier und Mond aktiviert das auch diesem Lebensbereichen Erbschaft, Ämtern, besonders wenn das um Geld geht und das Loslassen, diese ganze Transformation. Mond beeinflusst unseren Alltag. Mond hat auch einen Einfluss auf unsere Gefühle, herrscht über das Unbewusste. Mond steht auch für Empfängnis und Mütterlichkeit. Hat auch nicht nur mit unseren eigenen mütterlichen Gefühlen was zu tun, sondern die Verbindung zu unserer Mutter. Mond steht zum Mutter, Sonne steht zum Vaterbild. 2. Mai steht Mond mit Venus in Verbindung und das wirkt zusammen. Thema ist Liebe, Partnerschaft, Sexualität, Gefühlen. 3. Mai steht Mond mit Merkur in Verbindung und das heißt entweder mütterlichen Gefühlen, Merkur steht auch zum Kinder und Jugend oder Gesprächen über Gefühlen oder gefühlsvolle Gespräche. 4. Mai ist Neumond im Widder. Das heißt, Mond übergeht im Widder und trifft mit die Sonne. Ein Neumond bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation, worüber entweder ein Neuanfang, das ist die Widderenergie, oder über eine Reise oder Spiritualität. Dieser Neumond ist exakt im 23.46 Uhr. 5. Mai übergeht Merkur im Widder. Dann kommen andere Themen wie Handlungen, Gespräche über eine Reise oder in eine Reise, eventuell Fremdsprache oder Nachricht von Ausland oder spirituellen Themen. 6. Mai ist Mond im Stier. Beginnt die zunehmende Mondphase und eignet sich dafür, etwas starten, was vermehren soll. Aktiviert bei dir die 10. Lebensbereich. Hier handelt es sich um deine Wünsche, auch deine Berufung, deine Ziele. Wie erreichst du deine Ziele? Natürlich, erstmal kommt ein Wunsch und dann setzen wir das als Ziel. Und hier sind die Zielerreichung und bedeutet auch Öffentlichkeit, Anerkennung, Respekt. Respekt zu bekommen. 7. Mai ist Mars in Zwillingen. In deinem Geburtshoroskop ist hier dein Mond, also wird auch dein Gefühl aktiviert und bei 11. Lebensbereich handelt sich um deine Wünsche und Sehnsüchte und das hat mit diesem Mann was zu tun. Hier ist auch möglich, dass du dich behaupten musst in deinem Freundeskreis, Bekanntenkreis. 8.
Mai übergeht Mond in Zwillinge und trifft mit Mars. Aktiviert wieder Gefühle und das hat mit dieser Manne zu tun, mit deinen Wünschen, mit deinen Sehnsüchten. Im selben Tag steht Merkur mit Uranus in Verbindung und sie wirken zusammen. Das ist eine Überraschung, ein unerwartetes Ereignis oder eine Nachricht. Oder durch diese Nachricht kommen Veränderungen. Uranus bringt immer Umbrüche und Veränderungen. Und das hier im 9. Lebensbereich. Und das heißt über eine Reise oder diese Nachricht kommt von Ausland. 10. Mai ist Mond im Krebs. Das sind familiäre Themen oder Rückzug. Kann auch bedeuten, dass dein Partner ist im Rückzug. Und das betrifft auch deinen Gefühlen, deinen Emotionen. 11. Mai ist Venus im Widder. Und das kann bedeuten, dass du eine Reise schön findest oder ein Liebesurlaub. Oder du kennenlernst jemanden in Ausland oder dieser Mann kommt von Ausland. Oder bist du kreativ und ist ein Austausch da mit einer leiblichen Person oder im spirituellen Themen. 12. Mai ist Halbmond im Krebs. Hier. Halbmond bedeutet Unsicherheit, Nervosität, Spannung. Entweder in Familie oder ist wichtig dann ein Rückzug. Oder der andere ist im Rückzug und löst diese Spannung aus. Dieser Halbmond ist exakt um 2:12 Uhr. Es fehlt die Erde-Element, es fehlt die Sicherheit, es fehlt die Stabilität, es fehlt die Struktur. 13. Mai ist Mond im Löwe. Löwe hast du als Aszendent und das trifft dich persönlich und das bedeutet, du nimmst vieles mit Gefühlen wahr oder du bekommst Anerkennung und das berührt deinen Gefühlen. Es ist eine zunehmende Mondphase. 15. Mai ist Mond im Jungfrau und aktiviert Themen wie Werte, Wertschätzung. Und im Geburtshoroskop hast du hier Uranus und Pluto. Uranus bedeutet, verändere etwas an dein Selbstwertgefühl. Und Pluto zeigt, das ist die Fokus, konzentrier drauf und vertraue deiner inneren Kraft. Und die Jungfrau-Energie sagt dazu, hier brauchst du die Heilung, bring das in Ordnung. Wenn das alles klappt, dann kommt dein Finanzen auch in Ordnung. Und hier aktiviert Mond genau in dieser Thematik. 16. Mai übergeht Sonne im Stier. Kommt ein neues Monatsthema und das sind die Werte, Wertschätzung. Das ist Stierthemen. Stier möchte alles Wertvolles in Besitz nehmen und das auch befestigen. Hat auch mit Geld was zu tun. Aber du erlebst es hier im 10. Lebensbereich, wo auch um deine Ziele geht, um Anerkennung oder Öffentlichkeit oder Berufung. 17. Mai ist Mond im Waage. Und hier musst du dich durchsetzen, behaupten gegen Konkurrenten oder gegen Familie. Und hier gibt es auch noch Themen, etwas Lernen, Austausch von Informationen, Internet, Medien. 18. Mai ist Vollmond im Waage und diese Thematik wird nochmal verstärkt und beleuchtet. Dieser Vollmond ist exakt um 22:11 Uhr. Im selben Tag steht Venus mit Uranus in Verbindung und das wirkt zusammen. Das hat einen Einfluss auf dein Liebesleben. Kommen Umbrüche, Veränderungen oder unerwartete Ereignis oder eine Nachricht von Ausland oder Kontakt zum Ausland. Dieser Kontakt kann auch eine weibliche Person sein. 19. Mai ist Merkur im Stier. Merkur handelt
Und das heißt, du wirst hier handeln, damit du Anerkennung bekommst oder dass du deine Ziele erreichst. Oder hast du Termine, Handlungen, Gespräche, Verträge, was deine berufliche Situation betrifft. Im selben Tag übergeht Mond im Skorpion und aktiviert bei dir Themen wie dein Zuhause, die Wohnsituation oder dass du etwas gründest, ist auch möglich. Mond ist in eine abnehmende Mondphase. 20. Mai steht Mond mit Jupiter in Verbindung. Jupiter vergrößert etwas. Und hier im Skorpion geht auch um die tiefen Gefühle. Und das erlebst du ganz intensiv. 21. Mai ist Mond im Schütze, aktiviert Themen wie Kinder oder Kindheit, Erinnerungen, inneren Kind, die schöpferische Kraft, etwas in Gestalt zu bringen oder Lebensfreude. 22. Mai steht Mond mit Saturn in Verbindung und Saturn belehrt dich, nimmt etwas mit Leichtigkeit, spielerisch oder genieße das Leben oder nimm deine Gefühle auch ernst und verabschiede von Angst oder Zweifel. 23. Mai steht Mond mit Pluto in Verbindung und Pluto aktiviert Themen wie die Bezug zu Mutter oder Mütterlichkeit, aber auch Gefühlen wie Angst, das Loslassen und Pluto zeigt, konzentriere auf die Wesentliche. 24. Mai ist Merkur im Diamant und das ist hier in höchster Punkt des Horoskopes, was auch die Öffentlichkeit symbolisiert. Und Merkur klärt etwas, kommt etwas in die Öffentlichkeit. Oder hast du mehr Klarheit über deine Ziele, über deine Berufung? Oder leuchtest wie ein Diamant und bekommst du Anerkennung, Ansehen, Respekt? Es beschleunigt auch einiges in dieser Zeit. Das sind auch Gespräche und Handlungen. Im selben Tag übergeht Mond im Steinbock und aktiviert bei dir die Themen wie Alltag zu bewältigen, Pflichten nachzugehen, dann deine Arbeit, deine Gesundheit. 26. Mai ist Halbmond im Wassermann. Das ist Spannung, Unsicherheit und das betrifft dein Liebesleben, liebe Partnerschaft. Es fehlt die Feuer, es fehlt die Feuerelement, die Kraft, es fehlt die Mut, es fehlt die Begeisterung. Dieser Halbmond ist exakt um 17.34 Uhr. 27. Mai steht Mond und Neptun in Verbindung, wirkt auf dein Liebesleben, auf die Partnerschaft und hier kommen die Träume im Vorschein. Entweder er träumt von dir oder du träumst etwas und das ist eine wichtige Botschaft für dich. Oder nimm die Neptun-Energie wahr und vertraue deine Träume, deine Visionen bezüglich auf Liebe, Partnerschaft. 29. übergeht Mond im Fischen. Und da sind wieder die Erneuerungsprozesse oder endlichen Themen, die Finanzen in Ordnung bringen, eventuell eine erbschaftliche Situation. Und 31. Mai ist Mond im Widder. Und das sind Neuanfang oder Reisen oder Spiritualität oder eine Glaubensrichtung. Liebe Bersilia, so könnte ich deinen Monat beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.